Hallo und herzlich willkommen. Draußen ist Kackwetter, also baue ich heute mal den Motra-Motor zusammen. Der, soweit ist er gereinigt vom groben Schmutz. Patina darf er behalten. Dann geht's los. So, jetzt einmal gucken, wie das freigängig ist. Sieht gut aus.
Ich hab was vergessen. Scheiße. Diese Anlaufscheibe, die schon kaputt war, die muss noch an den Kickstarter ran. Sieht gut aus. Kunst. Da hat sie sich versteckt. Hier muss man beim Festziehen auch darauf achten, dass es sich nachher noch bewegen lässt. Das verklemmt schon mal ganz gerne. Distanzstück nicht vergessen.
So, die Kupplung wurde zerlegt, gereinigt und neu belegt. Da gucken wir mal, ob wir das neu haben. Haben wir. So, einmal Sicherungsnase reindrücken. Neues Sieb, Ölsieb, das andere war ja defekt. So, gucken wir, ob wir noch ein paar neue Schrauben haben. Die zieht man nicht so fest an. So.
Passstift. Ich sehe gerade, die Ablassschraube sieht auch nicht mehr so schön aus. Da gucken wir mal, ob wir da nicht noch eine neue haben. Habe ich. So, Kettenspanner. Kommt da wenig Öl rein. Die überstehende Dichtung muss gut abgeschnitten werden, weil sonst wird da was undicht. Dann liegt die Fußdichtung nicht richtig drauf.
So, verbaut wird ein High Compression Kitako Kolben. Damit wir ein bisschen mehr Power bekommen. Das ist einer der schönsten Kolben, die ich hier gesehen habe, so vom Material her und von der Haptik. Gut, das Ding kostet auch 110 Euro, da kann man eigentlich schon was für verlangen. Dann ziehen wir mal die Ringe auf. So, bei dem obersten Ring muss man darauf achten, der hat eine Markierung, aber wie die meisten Kolbenringe, die muss nach oben. Hier ist das Auslassventil gekennzeichnet mit X, also der kommt nach unten. So.
So. Hier nochmal der Unterschied zum Originalkolben. Sieht man schön, dass der ein höheres Dach hat und dadurch eine bedeutend höhere Kompression. So. Das ist etwas schwergängig. Warum? Aha.
falsche Schraube. Gibt hier zwei verschiedene. Die eine ist für den SS50 Alukopf und das ist die für den Stahlzylinder. Dann geht das auch. Jetzt fällt sich. So, für diesen, das ist ja der Ölsteichkanal, da kommt normalerweise auch nur so eine Dichtung rein. Aber da gibt es eine technische Verbesserung von den späteren Motoren. Ich gucke mal, ob ich noch eine da habe. Dann verbauen wir die nämlich. Habe ich noch. So, früher war hier nur nachher diese Dichtung so drin und die hat sich gerne schon mal verschoben oder ist auch in den Ölkanal reingezogen worden. Dafür gibt es jetzt diese Hülse, die diese Dichtung fixiert. Okay, der Kopf ist noch gar nicht fertig, den müssen wir jetzt zusammenbauen. So, der Kopf wurde gereinigt und dann nochmal ein Ultraschallbad gelegt. Ventile wurden auch gereinigt und eingeschliffen. Ich baue so alles fertig zum Zusammenbau. Ja, das war's auch schon.
Halt. So, das ist ja die originale Nockenwelle. Und die werde ich einbauen. Die ist von den Nocken her etwas höher. Die hat 27. Die hat 29. So, noch ein paar originale neue Muttern drauf. Ups, da ist eine andere.
So, auf oberen Totpunkt stellen. Und hier gibt es auch eine Markierung. Die muss hier oben an der Ausnehmung sein. Dann passt es mit den Steuerzeiten. So, einmal Kontrolle. Okay. Oben. Passt. So, ist hier eine Schraube für den Zylinderkopf. Ja. So, dann stellen wir jetzt noch die Ventile ein. Einlass ist 005.
Und Auslass ist 007. Mal die verhärteten Dichtungen austauschen. Und nur handfest anziehen. So, und jetzt einmal Freilauf prüfen. Das fühlt sich gut an. Zwei Ohrringe nicht vergessen. So, Lima, ich verbaue ich erstmal eine andere passende, da die eine noch nicht aufgearbeitet ist.
Mir fällt gerade ein, dass bei dem Motor, da man den Lichtmaschinendeckel nicht einfach abbauen kann, sondern immer mit dem nur mit dem Getriebe entfernen geht, mache ich vorsichtshalber mal einen neuen O-Ring drum. Die war zwar in einem anderen Motor dicht, aber man weiß ja nie. Der Leerlaufkontaktschalter scheint kaputt zu sein.
Der ist aber hartnäckig. Bloß nicht abbrechen, weil dann kann der Motor jetzt zerlegen. Das sieht nicht gut aus. Ich kriege auch lange Schweißperlen auf der Stirn hier. So drehen lässt er sich. Muss er da auch rausgehen. Wird dann nur durch den O-Ring gehalten. Der wird immer kleiner. Tja. Oh, er kommt. Hoffentlich hält das.
Ich hab ihn. Juhu. Puh, das ging ja noch mal gut. Denn jetzt los hier? Geschafft. So. Ja, jetzt müsste eigentlich hier eine Dichtung zwischen dem Deckel und Gehäuse. Die gibt es aber nicht mehr. Und die habe ich produzieren lassen. Die habe ich aber noch nicht. Ja, das kann dann noch was dauern. Ich glaube, ich baue das jetzt mal provisorisch zusammen. Nicht, dass ich nachher nicht mehr weiß, wie der Getriebe zusammengeht, wenn einige Zeit vergangen ist. Muss es dann halt noch mal
die Dichtung da ist, kurz auseinandernehmen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es war. So, die kam irgendwie hier rein. Die war da und die glaube so und was. Was ist denn hier noch für ein Lager? So, ne, das war so, das Lager kommt im Deckel. Okay. Kam Sprengring zwischen. Tut sie gut aus. Das zusammen. Ich glaube, das sieht gut aus.
So, und hier kommt noch die Kugel. Ups. Mit Feder rein. Auch hier die Dichtung habe ich nachfertigen lassen. Die ist allerdings auch noch nicht da. Zumindest habe ich nichts über. So, ich würde sagen, das war es bis hier. Wenn ich die Dichtung habe, werde ich den Motor oder den Deckel nochmal abnehmen, Dichtung reinmachen und dann so fertig. Ist doch ganz nett geworden. Jo, ich sag mal, bis dann. Ciao.